Ach ja. Warum, werden Sie sich jetzt fragen, muss das hier eigentlich wieder ein Österreicher moderieren? Naja, weil wir das gut können. Also nicht das Moderieren, aber das Rechte. Ja. Weil wir für uns sind die Rechten schon lange ganz normal. Wir in Österreich sind Ihnen auf der Reise in die Vergangenheit mindestens 20 Jahre voraus. Ich weiß, der erste rechtsextreme Landrat, der tut noch weh, aber glauben Sie mir, wenn in 20 Jahren Außenminister Björn Höcke im Kabinett Andi Scheuer mit dem greisen Wladimir Putin auf dem Oktoberfest Walzer tanzt, dann wird Ihnen das ganz normal vorkommen. Vielleicht kommt es aber auch anders und der Scheuer ist der Außenminister und der Höcke der Bundeskanzler. Aus Versehen, weil der Scheuer die eigenen Leute mal wieder mit der AfD verwechselt hat. Also regen Sie sich nicht auf, es bringt ja nichts. Nicht? Erinnern Sie sich zum Beispiel an das Jahr 2000, Aufregung in Europa. Jörg Haiders FPÖ tritt in die österreichische Regierung ein. Da gab es Sanktionen. Also man ist mit den Vertretern der schwarz-blauen Regierung nach dem diplomatischen Abendessen nichts mehr trinken gegangen. Das war hart. Man kann den Österreicher doch nicht alleine saufen lassen. Das ist doch unmenschlich. Noch schlimmer, ungemütlich. Deshalb auch ein Jahr später Berlusconi zum zweiten Mal Ministerpräsident in Italien und nichts. Keine Reaktion. Niente. Und wie jetzt die Giulia Melanzani, Giorgia Meloni, Ministerpräsidentin geworden ist, da hat ihr sogar die Kommissionspräsidentin von der Leyen persönlich gratuliert. Natürlich nur ihr als Frau, nicht ihr als Faschistin. Rechtsextrem wird das neue Normal und wir in Österreich, wir kennen das schon. Ja. Die nationale Normalität. Im schönen Niederösterreich zum Beispiel haben wir eine schwarz-blaue rechtsrechte Koalition und da sagt jetzt die Frau Landeshauptmann oder der Herr Landeshauptfrau, so genau weiß man das nicht, sie repräsentiere die normal denkende Mehrheit. Und wenn der Vizekanzler von den Grünen das dann präfaschistoid nennt, ist man böse in Niederösterreich. Ob es an faschistoid liegt oder an prä, weiß man nicht. Oder weil es ein Fremdwort ist. In Niederösterreich ist eigentlich alles so normal, dass einem braun vor Augen wird. Denn dort will man Deutsch als Schulhofsprache durchsetzen. Deutsch in Niederösterreich. Da müssen die erst einmal die ganze Schule ein Semester Bildungsurlaub in Hannover machen. Nicht? Aber nicht nur das. Wirtshäuser, die traditionelle Speisen wie Schweinsbraterln und Schweinsschnitzeln und Schweinsaugerln und Schweinsschweinderln anbieten, sollen gefördert werden. Und wenn wir noch so viele Herz-Kreislauf-Erkrankungen haben, Herzverfettungen, Cholesterinwerte gehen durch die Decke, ist egal. Die Sau muss hinein in uns, damit wir sie später wieder rauslassen können. Nicht? Denn der FPÖ-Chef Kickl will nicht nur der nächste Kanzler werden, sondern Volkskanzler. Und als Volkskanzler sagt er zu seinem Volk, folgt. Und so bauen wir dann an der Festung Österreich. Ja. Die Festung Österreich, da kommen dann nur noch Ausländer hinein, die in den Bergen Urlaub machen. Oder die Ausländer, die die anderen Ausländer auf den Bergen bewirten. Damit dann alle im Ausland sehen, was für ein kulturell hochstehendes Land wir sind. Und dann vielleicht verscherbelt die rechtsrechte Regierung das ganze Land an dritte Ausländer. Russen zum Beispiel. Aber so, dass diesmal keiner ein Video davon macht. Also, nicht aufregen. Reden wir lieber übers Essen. Herr Verbacher, wir haben was vergessen. Was denn? Na, das Abo und die Glocke. Was? Dann war das hier alles ganz umsonst? Ich fürchte ja. Aber vielleicht wissen unsere Zuschauer ja auch selbst, wo sie abonnieren können. Mann, dass sie jetzt noch zwei weitere Videos gucken können. Stimmt. Unsere Zuschauer sind ja sehr klug.